Aloha, hey und willkommen zurück zu Let's Play Dragon Quest 11, Streiter des Schicksals. Wir haben im letzten Part Fatty McFatfat besiegt, unseren ersten Bossgegner, und schauen mal, wie es jetzt weitergeht. Die beiden Geschwister scheinen sich dafür anzubieten, uns zu begleiten. Die sind irgendwie, haben die wohl schon länger auf uns gewartet, warum auch immer. Die so gut über uns Bescheid wissen. Aber ja. Dann sind wir wohl ab sofort zu viert unterwegs, würde ich sagen. Und was wird hier gebraut? Entschuldigen Sie bitte. Oh. Ach, wo kommst du denn her? Was? Das sieht ja merkwürdig aus. Na gut. Gibt's hier noch was für mich? Also mehr von diesen. Von dieser lila Flüssigkeit. Na gut. Die werden sich schon was dabei gedacht haben. Starting to worry they were going to get sick of feeding me and decide to eat me instead. You were starting to worry? And what about your poor little daughter all on her own, How do you think she's been feeling? Oh, I'm sorry, I wasn't thinking. Wait, you know Connie? We do. And she's fine, thanks for asking. The owner of the bar back in town is looking after her. He's a mature, responsible adult, you see. Oh, listen, I appreciate your help, really, I do. I'm Noah, by the way. If there's anything I can do to repay you, just say the word. Noah, huh? Where have I heard that name before? Oh, look, I've taken up enough of your time. I should, get back and see how Connie's doing. Thanks a million. Well, he certainly left in rather a hurry. You can say that again. Very fishy. Well, never mind. We should head back too. We deserve a rest. Tripcha und seine Gefährten verlassen das Labyrinth und gehen zurück nach Onsen, wo sie die Nacht in der Herberge verbringen. Schließlich bricht ein neuer Tag an. Das war trotzdem sehr merkwürdig gerade irgendwie. Erik schien den zu kennen von irgendwoher. Und dem Dude hat das irgendwie nicht so gefallen, dass wir den kennen. Oder Erik ihn kennt. Der habe ich schon nachgeguckt, ne? Mysteriös. Oh. Seid ihr endlich wach? Eure Gefährten warten seit Sonnenaufgang. Jetzt sind sie unten, harren auf euer Kommen, wie das Grün aufs Licht. Und die reden immer noch so geschwollen daher. Gott im Himmel, bin ich froh, wenn ich dieses Dorf verlassen kann. Awake at last, huh? Don't worry, we all just woke up too. And now we're up. It's time to continue our little talk from before about Serena and I and how we're going to help you. We have a legend in Arboria. It says that one day the Dark One will descend to extinguish the light, but that Yggdrasil's chosen, the Luminary, bearer of the Mark of Light, will rise to meet him. I know it's hard to believe. I mean, look at you. But it's true. You're the reincarnation of the Luminary,
the man who defeated the Dark One long ago. Die Kleine habe ich sowas von gefressen. Muss die unbedingt mitkommen? Ich möchte nur die Große haben. Die ist zu zickig, zu arrogant. I still can't work out why they'd need to bring you back if the Dark One was defeated, to be honest. But ours is not a reason why. Once we fulfill our sacred duty and get you to Yggdrasil, I'm sure all will be revealed. Yggdrasil, huh? Well, I for one want to know what the heck's going on. Let's mosey on over there. Ja, man spaziert da bestimmt mal ebenso dahin. Have you ever tried thinking before opening your big mouth? In case you hadn't noticed, Yggdrasil is floating in the sky. Mosey, he says, honestly. They say that the Luminary visited the World Tree before his battle with the Dark One. But alas, the legends do not tell us how. What? Not even you special protectors of the magical ancient wonder truths, no? Bummer. Yggdrasil, Yggdrasil, Yggdrasil. Wait, I think I might have an idea. Really? What is it? You know that guy we bust out of jail yesterday? I remembered where I know him from. He sells information to, people in my profession. And you think he might know how we can reach the World Tree? Wonderful! Well, what are we waiting for? To the bar! Wo wir wieder nicht bedient werden! Auf, auf! Auf zur Schenke! Wobei ich erstmal meine Quest abgeben möchte. Ich habe ja einen Goldring geschmiedet für den netten Herren. Moment, du brauchtest doch auch noch was, ne? Hier. Moment. Das dürfte ich jetzt auch haben. Ihr hattet Erfolg, mein Freund. Ich muss euch bitten, gebt mir nun das Erz. Jo. Tripture Bereich, das Eisenerz. Ich muss gestehen, dass wir genug Erz hatten. Dies war nur ein Test. Ihr habt bestanden. Ihr seid ein wahrer Bergmann. Behaltet das Erz. Tripture erhält das Eisenerz. Wow. Wow. Dankeschön. Doch auch dieses Buch soll eure Belohnung sein. Es gehört nun euch. Ich Herz Eisenwaffen. Ich lerne es mal wieder auswendig. The Brain ist wieder am Start. Wir können jetzt ein Eisenbreitschwert und ein Gusseisenbihin herstellen. Gut. Ihr habt viel gelernt über den Bergbau, das Erz und über euch selbst. Plong. Gott, haben wir das. Dann noch die Goldring-Quest. Der war hier, ne? Hinten. Ich hoffe, es kommt nicht gleich eine Cutscene, wollte ich sagen. Come on, Daddy. Let's go. The nice man who keeps bringing you drinks must be getting tired. Just one move for the road, sweetie. You never know. He might have some hot gossip that I need to hear. Fishing for rumors, huh? Some things never change. You're Noah, right? In the circles I used to move in, you were pretty famous. You were the guy who knew things. For the right price. No nugget of knowledge too big or too small. Noah the know-it-all knows them all. That's what they used to say, huh? What if they did? I can't help it if juicy tidbits have an habit of falling in me lap now, can I? Well, I don't go trying to get mixed up in this stuff. It just happens. Like when I mistookenly went in the ladies' baths and them monsters, they kidnapped me. Ja gut, das kann ich ihm jetzt nicht verübeln. Das ist uns leider auch aus Versehen passiert, dass wir ins Damenbad gestolpert sind. Ganz aus Versehen. Ich wollte das gar nicht. Es ist, da war die Schwelle zur Tür und wir sind einfach reingestolpert. Versteh dich, mein Junge. Ich versteh dich gut. I only stuck my head in
see what all the commotion was, and there they was, attacking some poor girl. Normally, I would have walloped a lot of them, of course, but I just had me tea. The villains collared the both of us and, well, I just hope she's all right. She... kind of. Anyway, we were wondering if you might be able to help us out. What do you know about Yggdrasil? Crikey! You lot don't do things by us, do ya? Got a big score in mind, eh? Well, seeing as how you saved me life, I'll tell you what I know. On the way here, Connie and me was traveling across the desert when we came down with a bad case of heat stroke. We didn't have no grub left, no water, nothing. We'd just about given up hope. But then, these soldiers from Gallipolis came along. Next thing I know, I'm waking up in the Sultan's bleeding palace. Oh, talk about lucky. Anyway, when I come to, that's when I seen it. Beautiful it was, this rainbow-coloured branch thing. All shimmery and... Well, I know top-end gear when I see it. If that weren't a branch of the old world tree, I'm a monkey's uncle. Did you hear that, Veronica? A branch from Yggdrasil herself. Yes. Lighting the path ahead for the luminary. It sounds like we need to take a trip to Gallipolis. So it turns out you are capable of having ideas that aren't completely stupid after all. We should head for the desert right away. It's beyond the checkpoint southwest of here. That marks the border with Gallipolis. I do hope you won't mind us tagging along. We of Arborea swear to protect you. While we live, none shall defeat you. Ja, wie kniet sie so schnell? Veronica und Serena schließen sich der Gruppe an. Leute, das heißt, ab sofort zu viert unterwegs. Das heißt, wir müssen uns aber auch um vier Mäuler kümmern. Und Equipment und Craften und... Das klingt nach Arbeit. Aber okay. Here, you'll need this to get to Gallipolis. Tripcha erhält den Gallipolis Passierschein. Der Passierschein A38. The guards at the checkpoint are awful sticklers for formalities, but if you show them that, they should let us through. Cool. Allerlei dabei für das Sammeln 100 verschiedener Gegenstände. Nice. So, dann noch einmal die Quest abgeben und dann kann ich endlich aus diesem Dorf verschwinden. Ich hab deinen Ring. Habt ihr den Ring? Ein goldenes Meisterwerk, strahlend wie die Sonne. Ja. Tja, überreicht den Goldring plus 1. Ein Wunder, hurra, noch prächtiger als erhofft. Hier, nehmt dies zum Dank. Und wir kriegen einen Kruzerang. Klock. Nein, das ist aber nichts, was wir brauchen können, richtig? Was sind die denn so dabei? Sie hat... zweimal? Einen Stab? Okay, Haarband. Seidenrobbe. Oh, sie kann Netzstrümpfe ausrüsten. Okay, und du? Serena Stab, Haarband sein. Auch, okay. Dann gebe ich dir mal die Netzstrümpfe so lange. Hm. Ah, Silberplatte kann ich ihr geben. Ah, ich verstehe. Das ist, ja, das wird zweimal aufgeführt, weil es eine Zweihandwaffe ist. Normalerweise wäre hier ja der Schildslot. Der ist aber jetzt natürlich belegt. Verstehe. Gut. Dann bekommst du noch die Silberplatte.
die aussieht wie eine große Salatschüssel. Achso, ja, den Kreuzfahrer wollte ich gucken. Ne? Ausrüstungsbeutel. Eine Federkappe habe ich auch noch übrig, stimmt. Hier, Kruzan. Ein robuster Boomerang, der dank der beiden kraftvollen Klingen, mit denen er bestückt ist, dem Gegner ziemlich zusetzen kann. Okay. Oh, eine Peitsche hat sie auch. Oh. Okay. Würde mehr Angriff geben, allerdings glaube ich nicht, dass die gute Veronika wirklich auf Angriff getrimmt ist. Ich denke mal, magische Macht ist bei ihr wesentlich besser aufgehoben. Und noch eine Bronzelanze. Mehr Angriff, mehr magische Heilkraft. Ja, da bleiben wir auch definitiv bei der Heilkraft. Badum-bam-bam. Du hast immer noch nichts für die zweite Hand. Du könntest das anlegen. Magische Heilkraft, magische Macht hoch. Dann gebe ich das der Serena. Zack. Okay, sonst nix. Die sind auch alle in Gebrauch. Das auch. Okay. Gut. Dann können wir endlich das Dorf verlassen. In der Hoffnung, dass die Dörfer, die jetzt danach kommen, nicht ganz so schlimm werden. Hast du noch was zu sagen? Weltenbaumzweige sind seltener als Schaukelpferde. Was? Schaukelpferdemist? Alles klar. Kumpel, außer dem Zweig in Gallopolis kenne ich jedenfalls keinen. Ihr geht wohl besser nach Südwesten. Allerdings wird der Sultan das Ding wohl kaum einfach so rausrücken. Aber euch fällt dafür bestimmt eine Lösung ein. Ja, bestimmt. Gut. Raus hier. Ah, halt. Da geht's lang. Ich will hier raus. Ciao, Leute. War fast schon spannend hier bei euch. Oh, mir ist eben etwas Wichtiges eingefallen. Vor uns liegt eine lange Reise, nicht wahr, Triptscha? Tja, ich kenne zufällig einen praktischen kleinen Zauber, der uns das Leben um einiges erleichtern wird. Einen Augenblick. Das vertone ich jetzt mal nicht. Bitte. Der Zauber Teleportation. Okay, das ist nice. Dankeschön. Mit dem Zauber, den ich dir gerade beigebracht habe, kannst du ihm nur an Orte gelangen, die du schon einmal besucht hast. Wenn du also zum Beispiel hierher nach Onsen zurück willst, nein, niemals, never, dann wirke Teleportation. Denke an Onsen und ehe du dich versiehst, bist du auch schon angekommen. So, da du nun diesen netten kleinen Trick auf Lager hast, sollten wir nach diesem Zweig Yggdrasils suchen. Gallopolis liegt von hier aus in südwestlicher Richtung. Los geht's! Ich will nie wieder hierhin. Aber Teleportation ist wirklich sehr, sehr hilfreich. Werden wir das ein oder andere Mal definitiv brauchen. So, da sind wir wieder. Schauen wir mal. Kryptische Krypta, Umland von Gallopolis. Da werden wir dann wohl hin müssen. Das heißt, wir gehen erstmal wieder den gleichen Weg wie letztes Mal. Machen kurz an Lagerfeuer halt. Möchte nämlich gucken, ob ich was Neues craften kann. Was ist das hier eigentlich? Oshiyama? Der Oshiyama, heiliger Berg von Onsen, Zutritt verboten. Habe ich nicht gesehen. Zutritt verboten Schilder? Sollen wir schon hier hin? Oh. Aber der schläft. Ja, er ist wach! Er ist wach! Okay, okay, wir kommen ein anderes Mal wieder. See ya! Ich wollte ja nur mal gucken. Nix darf man. So. Uff, das war knapp.
Also, da ist das Lagerfeuer. Ja. Ich möchte einmal craften. Gegenstände schmieden. Stufenaufstieg. Yay. Neue Handwerksfähigkeiten. Tritschers maximales Potenzial erhöht sich um 2 Punkte. Tritscher erlernt Zwillingsschlag. Was? Zwillingsschlag ist ein starker, simultaner Schlag auf 2 übereinanderliegende Felder. Ah, cool. Das ist cool. Gut, das Eisenbreitschwert bringt gar nichts. Das ist ein Zweihänder, da möchte ich nicht. Messer ist auch klar. Habe ich sonst nichts mehr? Rüstung? Schilde, nein. Hüte. Ich könnte noch einmal eine Federkappe für Veronika schmieden. Machen wir mal. Dann haben wir alle eine Federkappe auf dem Kopf. So. Das probieren wir jetzt direkt mal aus. Potenzialkosten 8 von 63. Zwillingsschlag. Okay, nochmal. Okay. Der war gut. Und jetzt einzeln. Der war auch gut. Das ist ein guter. Das ist ein guter. Plus 2. Perfekt. Okay. Plus 3. Let's go. Okay, dieser Zwillingsschlag ist auf jeden Fall nice. Cool. Kleidung? Nö. Rüstung? Haben wir auch nichts. Zubehör. Ringe. Goldring. Können wir noch einmal schmieden? Machen wir auch. So, den Zwillingsschlag können wir hier nicht benutzen. Zack. Das dürfte auch wieder plus 1 sein, denke ich. Jawohl. So, das passt. Boss am Amboss. Für die Herstellung eines Ausrüstungsteils der Qualitätsstufe plus 3 mit der pfiffigen Schmiede. Cool. Gegenstände, Ausrüstungsbeute, Federkappe. Veronika. Anlegen. Goldring. Was haben wir denn da? 51, 35. Ich glaube, sie bräuchte ein bisschen mehr Verteidigung. Anlegen. Und dafür das Haarband. Ausrüstungsbeutel. Die Peitsche kann da auch mal rein. So, und bei dir kann die Bronzelanze da rein. Und dann tauschen wir noch so ein bisschen hier die Heilsachen. Damit Erik auch immer schön angreifen kann. So, zack, 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 zack. Ich denke zwar nicht, dass wir die alle jetzt noch brauchen, weil jetzt haben wir ja eigentlich eine Heilerin dabei, plus Tripcha, der auch noch heilen kann. Also eigentlich sollte das, denke ich, fein sein, aber... Okay, das passt. So, ihr Lieben. Das war schon wieder mit dem Part. Ich weiß, es ist diesmal nicht allzu viel passiert, aber jetzt, denke ich,
Auf dem Weg nach Gallopolis werden wir bestimmt noch das ein oder andere Abenteuer mitnehmen. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein, Leute!